Hallo und herzlich willkommen. Es ist ein relativ früher Samstagmorgen. Ich habe komplett beschissen geschlafen. Und was gibt es da Schöneres, als ein Klassiker zu spielen? Und was ich heute rausgesucht habe, ist dieses hier. Das gute Bridge Commander aus dem Jahr 2002. War lange ein bisschen verschollen. Und da gab es, glaube ich, irgendwelche lizenzrechtlichen Geschichten, dass es nicht mehr verkauft werden durfte. Da wurden zum Teil die CDs auch für horrende Preise gehandelt, weil es wirklich ein gutes Spiel war. Ich habe es damals verpasst. Ich bin jetzt auch nicht so der Trekkie vor dem Herrn. Also ich bin mit dem guten alten Raumschiff Enterprise groß geworden, wo es durchaus Konflikte mit meinem älteren Bruder und meinem Vater gab, weil die wollten lieber die Sportschau gucken. Ich glaube, da gab es so eine kleine Überschneidung damals. Ihr wisst, damals, ne? Maximal drei Programme oder ich glaube, wir hatten sogar vier, weil wir irgendwie noch irgendwie über eine Antenne was anderes gekriegt haben. Egal. Und ich bin also eher so der Captain Kirk-Fraktion, wobei Captain Picard auch cool ist und man hatte mir früher auch immer mal aufgrund meines üppigen Haarwuchses und ohne Bart und 20 Kilo leichter auch nachgesagt, dass es da eine gewisse Ähnlichkeit mit Picard geben würde. Aber egal, ich fand die Original Series, die fand ich immer irgendwie ein bisschen nostalgisch verklärt, ein bisschen cooler. Ich bin aber tatsächlich gerade dabei, mir sämtliche Star Trek-Dinge anzugucken. Ich bin noch nicht bei Next Generation angekommen, da habe ich nur früher immer mal im Fernsehen ein bisschen was mitbekommen. Ich fand die Brücke, die sah immer so ein bisschen aus wie ein Wohnzimmer. Aber kommen wir mal zum Spiel. Was seht ihr hier eigentlich? Seit einiger Zeit gibt es Star Trek Bridge Commander wieder offiziell zu kaufen für einen günstigen Preis, nämlich bei GOG. Ich glaube, ich habe es vergessen, was auf meinem Zettel stand. Ich glaube 10 Euro. Und was ihr hier jetzt seht, ich habe noch einen Deutsch-Patch eingespielt, um die Texte in Deutsch zu haben. Und ich habe noch einen Mod eingespielt, Bridge Commander Remaster. Die Links packe ich euch unten in die Beschreibung. So, jetzt wollen wir uns das mal angucken, was es ist. Also vielleicht ist euch das mal so ein bisschen über den Weg gelaufen. Da gab es auch ein Spiel, Star Trek Bridge Crew, was so ein bisschen für VR gedacht war. Kann man sich also auch in die Brücke einfinden. Schwerpunkt bei Bridge Crew war es aber, man kann es zwar auch alleine spielen, aber die Idee dahinter war tatsächlich, dass wirklich mehrere Leute dann in die Rolle von den einzelnen Offizieren schlüpfen oder von den einzelnen Positionen schlüpfen und man quasi interagiert und das eben auch zusammenspielt. Wohingegen Star Trek Bridge Commander wirklich ein Singleplayer-Spiel ist. Ihr seht, es gibt zwar auch hier mehr Spieler, aber das ist eben nicht so wie bei Bridge Crew, dass man da auf der Brücke interagiert. Den Mehrspieler, was der hier macht, weiß ich exakt gar nicht. Wahrscheinlich ist das eher dann so ein Gefechtsding. Gut. Wir wollen jetzt aber mal ein neues Spiel machen und einfach mal reingucken und mal schauen, was das hier ist. Und zu Beginn vergeben wir uns natürlich einen Spielername. Wir wählen hier die Schwierigkeit, mit der wir loslegen wollen. Und dann fangen wir auch schon an. Das seht ihr so ein bisschen. Ne, hier seht ihr so ein bisschen. Die Grafiken von der Auflösung her sind halt ein bisschen kleiner. Das Spiel selbst kann man in Full HD spielen. Das geht auch, wenn ich mich richtig erinnere, ohne den Remastered Patch. Also ich habe das Spiel mir irgendwann gekauft, als es verfügbar war, habe dann den Patch auch irgendwie eingespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da jetzt konkret der Unterschied ist. Aber dann lassen wir uns mal überraschen. Captain on the bridge. So, Incoming da sind Captain wir. Admiral Liu. On screen. Captain, I'm glad to see you're settling into the center chair. I'm Admiral Liu, Chief of Starfleet Operations in the Maelstrom. Starfleet has a delicate assignment for you.
So, okay, wir müssen hier irgendwas machen. Ah, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Impact of the Fortsetzen. Vesuvius event is still being assessed. The Dragos colony was completely destroyed when the solar wave you reported consumed Vesuvius 2. Both the Geki mining Kann ich hier operation die and the Dialoge Dragos ein colony at bisschen the edge of Gas the system geben? Ihr remain kennt mich, ne? Ich unaffected. überspringe sowas immer ganz Currently, gerne. Also man the sieht Dragos natürlich mining auch hier operation im is currently Besonderen being an diesen extrem supervised by breiten the Schultern von Geki dem mining Herrn line. rechts vor Your mir, job will be to make sure the immediate needs of Geki and Haven are die identified. Jahre, die das I Spiel auf know dem your Buckel chief hat. engineer hasn't had time to hammer out all the kinks after receiving your emergency repairs. But the Dauntless is the only ship in the area equipped to take on this operation. So, wir The sind Starbase Captain 12 der contains Dauntless emergency medical supplies, personnel, engineers and equipment und for the relief of the wir Geki. werden halt jetzt auf eine Mission geschickt. Captain Jean-Luc Die Picard and Sprachausgabe ist Lieutenant in Jean Englisch, Picard da gibt will es auch keinen call you deutschen aboard Patch Dauntless zu, Federation. aber ich glaube, es liegt daran, dass It dieses is with Spiel auch great nie mit pleasure einer that I deutschen hand you the Sprachausgabe Dauntless erschienen Federation ist, aber Commander zumindest hier die Picard Texte, to die gibt confirm. es quasi als When Mod your mission is in complete, Deutsch. deliver Captain Picard to Birunu Station, where he will be speaking at a symposium. Time is of the essence, Captain. Unnecessary delays will cost lives. Liu out. Yes, the ruins of Gut. Omtega 6 are spectacular. I'll be So, und da sure ist to auch make schon sure so that you der and my crew ikonische on Captain board. Picard, Captain, der mir our so ein formal bisschen reports covered more serious matters. zur They Seite indeed. steht hier in der I must say, Mission. you have certainly done a thorough review of your new crewmates, Commander. I commend your efficiency. Thank you, Captain. Captain, Auch Jean-Luc hier an Picard, den great to meet you. Gesichtstexturen, ne, da Captain merkt man Picard schon was the auch, vessel's first officer. dass das Spiel von Captain and I 2002 recently ist. went to the academy together. Da ist man ja heute My nun sincere wirklich deutlich condolences on your weiter. loss. Aber es Your ist Captain okay, seemed oder? fit to select you as his number Also one. ich finde, es sieht halt Captain, immer so ein bisschen this is strange Jean-Luc Picard aus. commanding the Dauntless. Hier, Captain Picard, er I would like zwinkert to nicht, er hat einen introduce starren you to your new Blick. first officer, Commander Safi Larsen. Und Captain, die I'm Lippen bewegen proud sich to dann auch ein inform bisschen you that it merkwürdig. was my good fortune and pleasure to accompany the commander to Starbase 12. It's been a while since I've been on the bridge of a galaxy-class starship. It seems so familiar to me from the years I spent aboard the Enterprise D. Sir, perhaps Captain Picard could take the Dauntless out of dry dock. Was mir sehr Your gut commander does gefallen not hat, think ist so. die Amazon-Serie I'm sure her Picard. new captain would Die hat trust mir you sehr to gut check this gefallen. out for the first time. Please, sir, be our guest. We insist. That is most kind. I would be honored. Commander Larsen, if you will take your station. Commander Larsen will keep track of your mission objectives and current Ich orders. muss mich übrigens hier auch As als sehr officer großer of the Fan Dragos von Consort, Space Center Babylon 5 outen. inform affairs, you will Meiner Meinung remain nach eine fully der besten engaged. Serien, die es überhaupt Commander gibt. Larsen, Ich great weiß, to da gehen meet die you. Meinungen auseinander, aber ich fand das immer großartig. Aye, sir. Condition green. All Mir clear. war Rig for The departure. Next Check the Generation zum three Teil immer so ein radiated bisschen reactor, zu warp sehr drive and impulse engines online and make sure all kuschelig, aspects also of the zu facility are sehr optimum efficiency. Aye, Captain. glückliche, schöne neue Your Zukunft. Das engineering hat sich, brain glaube is ich, still später being auch so ein bisschen refined. geändert, als dann die Yes, Borgs auch noch eine main Rolle spielen sensors und es dann and auch doch die engineering ein oder anderen engines in the Konflikte gab. area are clear. Yes, sir. Main sensors Ist and so ein engines Gefühl. in Wie the gesagt, area ich are habe es clear. nie so intensiv Orbital geguckt und disease ich bin, weiß identified Gott, kein and Trekkie. abandoned. Mr. Savali, please bring the structural integrity fields online and make sure our tactical systems are primed and ready. Shields and defensive systems registering as fully operational, sir. Ich muss hier gar Your nichts machen, engines have a oder? complement and the structural integrity fields are engaged for transit. Ensign Lomar, clear all moorings and take us out easy. One quarter impulse. Please signal the quartermaster, we're heading out. Signaling dry dock. All moorings cleared. One quarter impulse, aye. Also interessant, ich muss jetzt hier überhaupt nichts machen. Picard hat es einfach komplett für mich übernommen. Captain, the bridge is yours. If you would Oh, like, jetzt take a darf moment ich. to inspect each of the stations. If you would like any advice, So, feel free to consult with me. dann gucken wir mal hier, was hier eigentlich abgeht. Während seines Aufenthalts auf der Dauntless steht Captain Picard Ihnen zur Verfügung, um Sie mit der Aufgabe des Captains Select a vertraut station, zu select machen. the desired officer Welcome back, review sir. and Those click the captains left fit command suit mouse you. button. So, jetzt kann ich mich hier umgucken mit der Maus. Ja, der ist bereit für Ratschläge. Und hier haben wir einen Fähnrich und da haben wir einen Lieutenant und da haben wir einen Commander. Und ich kann meinen Kopf auch um 360 Grad drehen. Da haben wir noch einen Commander und hier haben wir einen Chief. Einen Chefingenieur. Der heißt, glaube ich, so, oder? Ist das Chief? Ist das ein Rang? Weiß ich gar nicht. Also ihr seht, ich habe hier wirklich eine sehr dehnbare Halswirbelsäule, die geht hier auch einmal rund. Gut, was können wir machen? Wir können jetzt hier die Leute mit der rechten, Congratulations, linken sir. Maustaste Your command will anklicken be very proud of you. Well done, und sir.
können dann so ein bisschen mal erzählen. Erzähl doch mal, was hier Sache ist. Und wie komme ich hier raus? Mit der rechten Maustaste komme ich wieder zurück. Und dann kann ich hier mit dem nächsten quaken. Und die haben, glaube ich, die echten Trekkies, die wissen das wahrscheinlich sofort aus dem Kopf, wer das alles hier so ist. Ich glaube, hier links, das ist der Steuermann. Ach, da oben steht es ja auch. Steuermann und das ist der taktische Offizier. Der erste Offizier und das ist der Picard. Also, wie gesagt, dieses Layout von der Brücke. Ich weiß nicht, ich habe das so in Erinnerung, dass die alle auf dem Sofa gesessen hätten. Tun sie gar nicht. Es sind halt drei Sessel, aber irgendwie, ne? Gut, aber egal, was soll ich überhaupt machen? Vor lauter Gequatsche habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Ja, schauen wir noch mal, oder? Kurs setzen, das will ich bestimmt machen. Zur Sternbasis 12, gib ihm, komm. Warp. Energie. Ach ne, Energie war beim Beam, ne? Ich kann mich nur an dieses Machen Sie es so erinnern. Gut. Ich muss hier mal meine Lautsprecher ein bisschen lauter machen. Die Musik habe ich übrigens ausgeschaltet. Da war ich mir relativ sicher, dass YouTube was dagegen hat. Und deswegen habe ich die Musik mal stumm geschaltet. Also es gibt auch Musik im Hintergrund, die man sich dödeln lassen kann. Aber wir verzichten vielleicht mal drauf. Was wollte ich jetzt machen? Ich frage mal hier Yes, Captain? Jean-Luc, was los? Ziele. Hier sehen Sie eine Liste Ihrer aktuellen Missionsziele. Ziele. Okay, zu Sternbasis 12. Okay, sind Grounderlegt und können nicht ausgewählt werden. Gut. Das heißt, was muss ich jetzt tun? Rufen. Sternbasis 12. Sehr gut. Good day, Dauntless. I'm Commander Graf, Commander here at Starbase 12. It's good to see your ship back in one piece. We've assembled the supplies for your mission, Captain. We will transfer them over to your cargo base once you've docked. Okay, das heißt, ich muss wahrscheinlich jetzt irgendwie hier mal irgendwie andocken, oder? Yes, sir. So, dann geht's hier los. Kann ich aber auch selbst fliegen oder bin ich hier wirklich nur am Rumkommandieren? Shall I initiate docking procedures, Captain? Starbase Jo, 12 mach is mal. the main staging area for Federation operations in the Maelstrom. Any damage repairs or resupply needs you have will be attended to here. Ist das eigentlich der Originalsprecher von Picard? Ich glaube nicht, oder? Docking Andocken. sequence initiated. So, da geht's in die Welcome Sternbasis. to your home away from home, Captain. We are secure to take on ship supplies, sir. Transferring supplies. Cargo base 3 and 4 report supplies have been received and stowed for transport. Transporter Na, Room 2 prima. reports that the medical and engineering teams have beamed aboard, sir. Und da fliegen wir wieder raus. Ist natürlich hier schon irgendwie im Vergleich zur Original Series ist es halt schon ein bisschen schöner hier mit dem großen Ausguck, ne? In der alten Serie hatten die immer so ein kleines viereckiges Ding irgendwie. Bei meiner Reihe Faszination Spiele Adventures, da seht ihr das so ein bisschen, da gab es so Adventure-Spiele mit der Original Series Crew und da konnte man auch die Enterprise ein bisschen fliegen. Das war auch cool. Fand ich auch ein cooles Spiel. Yes, sir. So, was soll ich nochmal machen? Haven As said, versorgen. we need to deliver the supplies to the Haven colony on Vesuvius 6. Alles klar. So, Of course. Steuermann, dann mal Kurs setzen nach. Ja, wohin denn? Vesuvi wahrscheinlich, oder? Ich glaube schon. Komm, Yes, Warp, Captain. ab geht's. Fupp. Gut. So. Da sind wir angekommen.
arrived at the edge of the Vesuvi system, sir. We are being hailed by the Haven Colony. Opening channel. Bitte, machen Sie so. This is Director Tobin Soames. It's good to see you, Dauntless. Der sieht aber hip aus. A situation on our hands. The Vesuvi event has sent stellar debris into our region. Some larger pieces have settled near our orbital facility. This debris will make it impossible for the incoming supply convoy to transfer their cargo. Before you beam down the relief supplies to the surface, please clear the area around the orbital facility. Contact me when you are done. Thank you. Soames out. Not the most challenging assignment, but it'll be a good weapons test. Perhaps now is a good time to look over the tactical systems. Machen wir. Das finde ich jetzt hier schon mal irgendwie ganz gut, dass im Moment sind wir ja quasi noch in so einem Art, in so einer Art Tutorial und werden hier so Stückchen für Stückchen in die Steuerung eingeführt. Ich habe gerade mal probiert, ob ich aufstehen und rumlaufen kann. Das kann ich natürlich nicht. Ich kann also, ich bin auf meinen Sessel hier festgenagelt. Und gut, die taktischen Systeme überprüfen, würde ich mal sagen. So, was haben wir denn hier? Auch hier manuell feuern. Ach, da kann ich hier sogar pui 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 machen. So, das schalten wir mal aus. Und dann haben wir hier Trümmer. Da sind sie. Ach komm, ich will mal manuell feuern. Kann ich jetzt auch manuell feuern? Ich will feuern! Ach so, da muss ich jetzt draufklicken, oder? Ich weiß es gerade nicht. Na gut, dann sage ich jetzt einfach mal hier, komm, hier. Zerstör mal. Gib Gas. Hier unten sieht man offensichtlich hier die Schilde, die ich habe, die einzelnen Waffen. Und die roten Punkte weiß ich noch nicht. Ja. Bursche, machst du hier sowas? Your orders, Captain? Ja, du sollst halt, wir machen mal hier nur Phaser und du sollst zerstören. Ja, mach doch mal. Ah, ich muss auf Alarmstufe Rot gehen. Aha. Das heißt, hier nicht. Das heißt, ich gehe zum ersten Offizier und sage hier Alarmstufe Rot. So, jetzt geht es ab hier. Komm hier, zerstören, Meister. Gib ihm. Und jetzt wird hier wie ein Weltmeister rumgetippt. So, was haben wir hier unten? Wir sehen jetzt hier die Schilde. Die sind jetzt auch an. Wir sehen hier die einzelnen Waffen. Und wir haben hier ganz vieles gekringelt irgendwie. So, Trümmer 5. Ab geht's. Zerstören. Moving into attack range. So, Trümmer 2. Jetzt will ich aber manuell feuern. Ach, das macht er jetzt hier schon alles hier kräftig alleine. So, manuell feuern, Trümmer 2. Ho, da habe ich selber geschossen. Juhu. Falling back for an attack run. That's the last of the debris. Shall I raise the colony, sir? Ja, mach mal hier. Achso, manuelles Feuer muss ich mal ausschalten. So, ja, dann gehen wir doch jetzt wahrscheinlich hier mal wieder auf Stufe Grün. Und dann sagen wir jetzt hier mal rufen, und zwar die Station, ne? Wie? Achso, dann muss ich da rufen, oder was? Na, da ist er wieder, der Hippie. Oder Tennisspieler. The sensors on our orbital facility have just picked up a number of planetary fragments on a collision course with our planet. We are already in a weakened state after the Vesuvi event, and it's doubtful we could take many hits. Director Soames, get your people into whatever shelters you have available. We'll do what we can from up here. Thank you, Dauntless. Soames out. I recommend an initial scan of the area so we can get a better idea of what we're up against. Das ist eine gute Idee. Wir scannen erstmal. Der taktische Offizier scannt gewiss, oder? Nee, der scannt hier überhaupt nichts.
Wer scannt denn hier was? Scannst du was? Nee, du reparierst das Raumschiff. Wissenschaftsoffizier. Bereich Scan. Jawohl. Na, dann mach mal. Fragments in our sensor, sir. Looks like we have a total of 5 large planetary fragments in 2 groups. Looks like they're all headed toward Haven. If we can get to them quickly enough, there's a pretty good chance we can take them all out. Stellar cartography should be able to present a good idea of the fragment's relative distance to the colony. Should we go to red alert, sir? Captain. Ja, gehen wir nochmal auf Alarmstufe Rot, oder? Red alert, shields up. Sehr gut. So, und jetzt? Yes, sir. Hier, zerstören. Gib ihm. We can break them up with weapons fire once we're in range. Ja, wir fliegen ja jetzt mal hin und dann können wir hier so ein bisschen die Sachen mal hier kaputt machen. Moving into attack range. So, und ab zum nächsten Fragment. Recharge rate on the phasers. Chief Brex can boost power to the weapons array. Be careful not to rock power. Ach hier, der Kollege hier kann die Waffenenergie erhöhen. So. Die Schilde brauchen wir jetzt mal nicht unbedingt, ne? Dann können wir die mal ein bisschen runterschieben und alle Power auf die Phaser. So, zack, der nächste. Diverting some power to the impulse engines. It will increase the ship's speed and decrease the time it takes to get from one set of fragments to another. Ja, okay. Das heißt, was soll ich jetzt tun? Ich soll jetzt dann doch den Antrieb irgendwie. Wusch. So, Schilde baue ich eigentlich nicht. Ich werde ja nicht angegriffen. Was ist das hier eigentlich? Warpkern, Hauptbatterie, Energiereserve, okay. Machen wir mal so. Und jetzt sagen wir hier dem Steuermann mal nix. Wo kann ich denn hier eigentlich mehr Geschwindigkeit hinbekommen? Wahrscheinlich einfach, indem ich die Energie jetzt hier erhöht habe, ne? Komm, den kriegen wir doch auch gleich klein. All incoming fragments have been reduced to non-lethal sizes. We are being hailed by the Haven colony. Opening channel. Sehr gut. People of Haven owe you and your crew a debt of gratitude, Captain. We owe our lives to your courage. Sweeping and through quick phaser thinking. Arcs. Again, we thank you. If you will put your ship into orbit, we can transfer the relief supplies. Standing by to establish orbit, Captain. Das ist okay. So, jetzt müssen wir natürlich hier erstmal wieder Stufe Grün einschalten. Ja? Und er hier muss jetzt hier mal wieder alles auf den Standard setzen. Ne? Kann ich das irgendwie einfach auch hier per Klick machen? Geht auch, ne? Das geht auch. So, ne? So, jetzt haben wir uns wieder einen Hals verdreht. So, Stufe Grün, alles gut. Und jetzt sagen wir doch mal, wir gehen in den Planetenorbit, oder? Ich habe vergessen, was ich machen sollte. Ja, erster Offizier, was soll ich tun? Haven versorgen. Alles klar. So, wir sind doch jetzt im Planetenorbit, oder? Ich denke mal, ne? Okay, wir sind jetzt im Standardorbit. Und was müssen wir jetzt machen? Jetzt rufen wir vielleicht nochmal hier die Station, oder? Entering standard orbit. Incoming transmission. They are not responding. I am sending coordinates for your people to beam down. My subdirectors will advise them when they arrive. Coordinates received, Captain. Our teams will begin beaming down supplies and personnel immediately.
Lowering shields for transport. Thank you, Captain. We weren't prepared for a disaster of this magnitude. Admiral Liu told us what happened to the Dragos colony. We've been unable to contact Mr. Takahara on the Geki mining colony. I can only hope their outposts survived the effects of the disturbance. We do have some industrial replicators in storage. If they would be of assistance, we would be happy to loan them to the Geki colonists. Thank you, Dr. Sams. I'm sure they could make use of them in their repairs. From the reports we have, their damage is extensive. Sir, all supplies and equipment have been beamed down. We're bringing the replicators up now. Again, thank you, Dauntless. I don't know what would have happened if you hadn't arrived when you did. Transport complete. We can get underway, Captain. Incoming message from Starfleet, sir. Captain, one of our ships, the Sovereign, is on its way to our space dock facilities for refitting. She's manned by a skeleton crew and is being escorted by two Klingon birds of prey. Her captain, Jonathan Soto, has reported a breakdown in her warp drive, and she's had to lay over in the Tevron system. The Klingons are under orders to divert to Birnu Station and will not be able to stay with her. However, they will be able to transport Captain Picard there with them. Rendezvous with the Sovereign in the Tevron system and join the escort. Once the Sovereign is underway again, you are to continue your mission and deliver the relief supplies to the Geki colony. Liu out. Gut. Steuermann, wir müssen jetzt wahrscheinlich irgendwo hinfliegen, oder? Wir wollen zu diesem Tevron-System. So, Warp. Warp-Geschwindigkeit, gib Gas. Wusch. Approaching the Tevron system, sir. Any sign of the Sovereign and her escorts, Mr. Diaz? I have three ships holding in orbit around Tevron 2, Commander. Okay, dann das heißt, wir müssen doch wahrscheinlich irgendwie mal irgendwie... Keine Ahnung, was wir machen müssen. Vielleicht müssen wir hier das System erstmal scannen, oder? Bereich scannen. Objekt scannen. Oh, hier, wir können das Objekt scannen. Initiating scan. Und? That's the Sovereign, Captain. And two birds of prey. Shall I'm not reading sovereign, anything sir? New, Captain. Ah ja, die Sovereign rufen ist eine rufen. Ist eine gute Idee. Channel open. Captain Soto, sir. On screen. Congratulations on your promotion to command, Captain. I'm glad to see you here. Repairs are progressing, but we only have a skeleton crew on board, so it's taking some time. We've had to take the impulse engines offline, so we're immobile until the repairs are complete. This would have been only a ferrying assignment. He's undoubtedly short-handed. Incoming message, sir. Captain Draxon of the Rancouf, sir. On screen. Hail, Captain. Your timely arrival frees my ship and the Traor to depart for Birnu Station. However, there is something you must know before we leave. My tactical officer reported suspicious readings on his scanners on our way here. Suspicious, sir. Two very faint readings, fading in and out. He thinks we may have been followed by at least two vessels. Closed. Your scanners could be out of sync. Not on my ship, Lieutenant. No! I speak truth. I would stay, but our duty demands we reach Birnu Station on our timetable. Be on guard, Captain. Excuse me, sir, but we have company. Two warbirds uncloaking to starboard. Das sind Warbirds, echt? Die sahen noch irgendwie anders aus. They're hailing us, sir. On screen. Greetings. Das sind Romulaner. I am Toren, commanding the warbird Soya. With respect, Captain, do you have some business with us? The Romulan Star Empire is well aware of the incident in the Vesuvi system. That was troubling. Now we have further cause for concern. The Enterprise has been patrolling the Maelstrom for quite some time.
Now Starfleet has introduced this second Sovereign-class ship to the Maelstrom, a somewhat disputed area. We must question the reasons for its presence and its relationship to the Vesuvi event. Da bahnt sich Knatsch an, ne? Starfleet nor the Federation knows any more than you do about the cause of the Vesuvi incident. Two Sovereign-class vessels raise vast suspicions, Commander. Suspicions we are prepared to act on. Now. Sir, the Klingons have raised their shields and are powering up weapons. Let us see if these Romulans are truly prepared to act on these veiled threats. Who is threatening whom, Klingon? I do not threaten. I challenge. The Klingons so kann man's aussehen. Fire, Captain. Very well. Firing on the Sovereign. We shall play. The Sovereign has taken some hits. Incoming transmission. Dauntless, we're losing shield integrity. Down 25%. I'm shifting more power to the shields, but I don't think they'll hold. Shall we go to red alert, sir? Ja, das sollen wir mit Sicherheit. Captain? Wenn die Klingonen anfangen loszuballern, ne? With respect, sir. Are we just going to watch the Sovereign be destroyed? Nee, eigentlich nicht. So, wahrscheinlich nehmen wir das unbekannte Schiff und sagen, wir wollen das ausschalten, oder? Captain Draxon on screen, sir. Alter. Wen greifen die an? Looks like the Klingons are doing a good job at distracting the warbird. While the Romulans are busy with the birds of prey, we can take a moment to plan our attack. Your phaser fire will be more effective if you target specific subsystems of okay. Warbirds. Was heißt das jetzt für uns? Wir sind hier, ach hier unten, guckt euch das mal an, hier sind meine Sensoren. Die schießen irgendwie alle auf mich. Warum schießt ihr denn alle auf mich? Und wie kann ich hier irgendwelche Taktiken planen? Okay. Ziel aus. Haben Sie ein Ziel aus, dann können Sie eine Liste an Subsystemen öffnen. Ah, ich kann jetzt also hier sagen, ich möchte gerne irgendwas abschießen. Vielleicht den Schildgenerator. Den will ich angreifen. So. Da passiert aber irgendwie gar nichts. So sehr ich auch schieße, ne? Da passiert gar nichts. Warum passiert denn nichts? Warum passiert denn nichts? Ja, den haben wir wohl ziemlich gut zugesetzt. Das ist gut. So, beschädigte Systeme, keine Ahnung, Hülle. Dann reparieren. Macht er das jetzt einfach so? Was heißt das hier? Ah, ich glaube, der repariert. Ja, der repariert. Gut. Captain Draxon, Sir. On screen. It's past time for us to go on to Birenu Station, Captain. Although, this has been an interesting skirmish. I am also due at Birenu Station, Captain Draxon. With your permission, I will transfer to your ship for the final leg of the journey. We will be honored by your presence, Captain. Make your preparations and transport to us when you are ready. Draxon out. I'll take my leave now, Captain. Good luck. Thank you, Captain. Farewell. Und tschüss. Da geht er dahin, der Jean-Luc. Gut, was machen wir jetzt? Captain Picard is ready to beam over to the Rancouf, sir. Lowering shields for transport. Transporting now. Captain Picard has transferred to the Klingon ship. Long-range scanners indicate another ship entering this system. It's the Zhukov. Incoming message from the Zhukov, sir. Captain Virata in command, on screen. Dauntless, we have been assigned to complete the escort of the Sovereign to space dock. We will stand by until she is ready. You may proceed to the Vesuvi system to supply the surviving colonies there. Virata, na gut, da machen wir das. From Sovereign, sir. On screen. We've been able to make sufficient repairs to allow us to warp, Captain. We're heading on to Starbase 12 of the Zhukov.
Thanks for your help. So do I. The Klingons are leaving, sir. I suggest we do the same. We have to complete our run to the Vesuvi system, sir. Starfleet regulations require us to drop out of warp at the edge of the Vesuvi system before proceeding to the inner planets. So, dann ab, zurück zu diesem Vesuvi-System. So, zurück nach dem Absturz. Die letzte Mission musste ich jetzt gerade nochmal spielen. Und jetzt geht's aber weiter. But Starfleet has its reasons for assigning me as first officer on the Dauntless. With Captain Wright's experience and knowledge, I could have learned a great deal. Starfleet will surely feel the loss of such a capable officer. My new captain is just that. We'll probably be learning some lessons together. The captain spent a lot of time as a first officer, but has only been on the Dauntless for the last 4 months. From what I've read in the service records, I'm sure the captain will be a fine example for me. The bridge feels a little more social than I'm used to. It's understandable that the crew should feel comfortable with their former first officer in command. But respect and discipline should always be maintained on the bridge of a starship. And I intend to make sure they are. Gut, so, dann sind wir jetzt wieder im Geschäft und bekommen eine neue Mission, denke ich mal. Oh, was haben wir jetzt hier? We have arrived at Haven on the edge of the system. Shall we continue in toward the Geki colony? Those must be the first relief transports near the station. Guess we must be running late. Okay, was machen wir hier? Wahrscheinlich zur Station fliegen, oder? Aber wie machen wir das denn? Der lässt uns jetzt gerade hier so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen irgendwie im Stich, habe ich den Eindruck. Wie fliege ich jetzt dahin? Ach, indem ich irgendwie mit der Maus drehe, passiert hier irgendwas. Aber ich weiß noch nicht so richtig, was steuerungstechnisch gerade hier abgeht. Muss ich jetzt hier mit den... mit WASD kann ich steuern, okay. Da kann ich also jetzt hier anscheinend auch mit diesen grünen Bällchen den richtigen Kurs anfixieren. Und jetzt dahin fliegen. Soll ich das überhaupt machen? Ich weiß es nicht. Komme ich aus der Nummer irgendwie raus? Ich komme aus der Nummer mit der Leertaste raus. Da kann ich die Ansichten umschalten. So, was sollen wir überhaupt machen hier? Geki versorgen. Zu Geki auf... Keine Ahnung was. Keine Ahnung was. Ich tue mal hier den Bereich scannen, dass wir mal einen Geki finden. Wo könnten wir denn hier Geki finden? Also irgendwie war ja die Ansage, wir müssen weiter in das System vordringen. Hä? Wie komme ich denn jetzt zu dieser Geki-Station? Hast du eine Idee, wie ich da hinkomme? Planetenorbit geht nicht. Mond 1, Kurs setzen. Nee, kann man so auch nicht sagen. Vielleicht rufe ich einfach mal die Station. Passiert aber nichts, ne? Oder? Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was ich machen soll. Vesuvi 5 und den Nachschub. Okay, das ist ein Logbuch. Sollen wir den Kurs auf die Geki-Kolonie nehmen?
Das müssen die ersten Nottransporte in der Nähe der Station sein. Also ich muss auf zu dieser Geki-Kolonie, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Vielleicht. Wisst ihr, wie man da hinkommt? Nein, da habe ich es jetzt minimiert. Das wollte ich doch gar nicht. Kann ich auch hier die Blickrichtung von dem Raumschiff irgendwie mal ändern? Wir gucken mal hier kurz in die Steuerung rein. Schiff. Schiff nach oben, nach links, nach unten, nach rechts rollen. Rechts rollen Phaser, Torpedos, Disruptor. Schubumkehr, voller Stopp, Impuls 1, 2, 3, Kamera. Ansicht wechseln, umgekehrte Verfolgungsansicht, Kamerarotation, Maus. Ja, das ist doch wahrscheinlich das, was wir wollen. Gut, das heißt Shift und dann passiert hier nichts. So, jetzt sind wir hinter dem Schiff mit der Kamera. Und das lässt sich irgendwie doch ein bisschen besser an hier. Ah, jetzt geht das auch mit der Shift-Taste, dass ich hier die Kamera hier so ein bisschen rumdrehen kann. Und raus und rein zoomen konnte ich doch auch mit der Nummern-Taste, genau. So, coole Sache. Was jetzt weniger cool ist, ich habe keine Ahnung, wo ich hinfliegen soll, ne? Captain, we're on a collision course. Ja, okay. Was heißt das jetzt? Mit wem sind wir auf dem Kollisionskurs? Da ist überhaupt nichts. Wo kollidieren wir denn mit irgendwas? Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich zu dieser Geki-Station kommen soll. Ich soll ja nach Vesuvi 5, ne? Ach hier, Geki-Kolonie. Ah, meine Güte, ja, Augen auf, ne? Los geht's. Die Geki-Kolonie, da sind wir doch. We have arrived at Vesuvi 5, sir. Standing by to establish orbit, Captain. Your orders, sir. Gut. So, dann gehen wir doch mal hier in den Planetenorbit. Inu? Wahrscheinlich nix. Doch, vielleicht rufen, oder? Wir rufen die mal. Ah ja, okay, dann geh doch mal in den Orbit. Shall I hail the colony, sir? Ja, bitte. Incoming transmission from the Geki colony, sir. On screen. Better late than never, Dauntless. It's a good thing that most of our facilities are below ground. It saved us from the brunt of the Vesuvi event. Now that you've arrived, I'll transmit the coordinates for your teams to beam down to. I have the coordinates for the colony, sir, ready to commence beam down operations. Gut, dann mal runterbeamen, ne? Teams 2 and 3 report all supplies and relief teams have been transferred to the surface. Das ist schon ein geiles Spiel, möchte ich an der Stelle mal anmerken. Und jetzt stellt euch mal vor, die hätten da sowas noch reingebaut, wie in diesen Adventure-Spielen. Dass man hier eine Brücke komplett cool steuern kann, dass man möglicherweise sich noch frei in dem Schiff bewegen könnte. So ein bisschen Shooter-mäßig und dann sich sogar noch runterbeamen lassen könnte auf Planeten. Was wäre das ein geiles Star Trek-Spiel, oder? Achso. This is a first. The Cardassians asking for our help. Here we go again. Putting my neck out for a Cardassian is not my idea of fun. Captain, we must respond to this distress call. There's too much subspace interference to open a channel at this distance. The signal appears to emanate from the edge of the Beol system near Beol 4. Shall I set course? Ah ja, warum denn nicht? Your orders, Captain. Kurs setzen. Dahin. Ab geht's. Nee, jetzt nochmal zu meiner großen Vision. Stellt euch mal so eine Kombination aus Bridge Commander
wie hieß denn das? Elite Force hieß es, glaube ich. Das war so ein Shooter. So, nach dem Absturz zurück im Hauptmenü. Ich habe so ein bisschen das Problem, ihr seht, das ist jetzt gerade wieder in Englisch. Ich habe es deinstalliert, ich habe es neu installiert, ich habe den Remastered Mod eingespielt mit den Patches, die Abstürze beheben sollen. Aber jetzt startet mein gespeicherter Spielstand nicht mehr. Von daher, wir ziehen jetzt einfach schon mal ein Fazit, oder? Ich denke auch. So, fangen wir mal an. Also, das Originalspiel. Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen die kleine Unsicherheit oder behauptet, das wäre Full HD. Das ist nicht so. Also die höchste Auflösung, die man einstellen kann. Ich sag mal out of the box, das sind 1280 mal 1000 irgendwas, 1024 glaube ich. Man kann über die Options CFG könnte man auch 1920 mal 1080 zum Beispiel einstellen. Mit dem Remastered Mod sind aber die Menüs angepasst. Das heißt auch die Verzerrung. Also die haben sich da schon mit dem Mod echt Mühe gegeben, dass es ein bisschen schöner ausschaut. Also wenn ihr den Mod nicht habt, dann ist die Schrift hier in den Menüs auch ziemlich fitzlig. Ich habe das Spiel jetzt nicht gestartet ohne Mod. Aber ich glaube, der Mod lohnt sich auf jeden Fall. Ja, also auch mit diesen Abstürzen, da kann man mit leben. Warum das jetzt bei mir hier nach den Patches der gespeicherte Spielstand nicht mehr starten möchte, weiß ich nicht. Werde ich ergründen, hängt aber wahrscheinlich damit zusammen. Gut, ansonsten, was kann ich zu dem Spiel sagen? Die Zeit, die ich gespielt habe, zwischen den Abstürzen, also es waren ja auch nur zwei am Ende der Mission. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das Spiel wirklich ziemlich cool. Also es ist wirklich, es vermittelt wirklich schön das Gefühl, dass ich hier quasi Captain eines Schiffs bin und meine Kommandos gebe und meine, wie soll ich es nennen, meine Crew, die auch entsprechend dann ausführen, ist vermittelt unheimlich viel Flair. Also ich finde, es ist wirklich ein ziemlich cooles, atmosphärisches Spiel, trotz der etwas angebrüdeten Grafik, was eigentlich auch nur in Bezug auf die Charaktere so richtig zum Tragen kommt. Die anderen Grafiken auch vom Raumschiff und so weiter, die finde ich in Ordnung. Klar, heute würde es besser aussehen, ja, aber hat mich jetzt auch nicht wirklich gestört. Fand ich wirklich gut. Von daher, ich gebe ihm mal die 5 Nostalgie-Punkte. Ich finde, es ist immer noch ein sehr spielenswertes Spiel. Und wie gesagt, so meine Traumvision, eine Kombination aus einem Bridge Commander und einem Elite Force. Wie geil wäre das denn, ne? Und schaut das mal an, probiert die Mods aus. Ich werde vielleicht einfach nochmal, ich probiere einfach mal, ob ein neues Spiel geht, oder? Das machen wir doch gerade nochmal. Ich klicke mal hier auf New Game und sag mal Start und mal gucken, was passiert. Geht. Gut. Es geht auf jeden Fall. Es ist also ein Problem mit meinem Speicherstand. Wir sehen uns gleich wieder. Ich probiere gerade nochmal was aus. So, der Versuch war erfolgreich. Also wenn ich den Deutsch-Patch auch wieder einspiele, dann kann ich auch meinen Spielstand laden, was irgendwo auch einen gewissen Sinn ergibt. Also ich hatte ja im Prinzip einen deutschen Spielstand, dann die englische Version und dann hat es ja beim Laden geknallt. Also, wenn ihr den Remaster-Mod eingespielt habt und hattet den deutschen Mod eingespielt, dann müsst ihr die Spielstände natürlich auch in der Kombination wieder laden. Ist eigentlich logisch. Aber es bleibt eigentlich so bei meinem Eindruck, den ich eben schon gesagt habe, es ist ein tolles Spiel. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht. Die Abstürze sind in dem Moment dann ein bisschen ärgerlich, aber dann startet man halt neu, spielt nochmal und dann geht es. Also das Schlimmste, was einem dann so passiert ist, dass man die letzte Mission nochmal wiederholen musste, weil er immer beim Start der Mission automatisch speichert. Und das ist dann möglicherweise ein bisschen ärgerlich. Aber wie gesagt, ein tolles Spiel. Hat mir viel Spaß gemacht und lohnt sich auf jeden Fall anzugucken, auch wenn es jetzt irgendwie 19 Jahre alt ist. Finde ich tolles Ding. Tolles Ding. Und wie gesagt, schaut euch auch die Mods an. Die fand ich, machen es ein bisschen runter. Also, wo ich es ohne Mod eben mal gestartet hatte und gespielt hatte, fand ich es jetzt nicht so schön. Ihr wisst das, glaube ich, spätestens seit meinem letzten Nostalgie-Video, wie mich dieses,
Dieses Auflösung ändern nervt, ja, wenn die Auflösung sich ändert und alle Fenster sonst wohin springen, das nervt mich ohne Ende. Und das hätte man natürlich, wenn man keinen Mod hat. Mit Mod geht es ganz gut. Habe ich euch unten verlinkt. Schaut es euch an. Habt Spaß damit. Ansonsten macht Dinge, die euch Freude bereiten und bleibt auf jeden Fall gesund. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.